Was machen wir denn? Nein. Kein Problem. Wir fahren noch nicht. Lass weißt du was? Zeit der Welt. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Und dann speist er uns mit einem läppischen Schmuckstück ab. Vielleicht macht er ja mehr für uns. Klar, wenn wir ordentlich zahlen. Immerhin sind das handgemachte Einzelstücke. Der Mann mag oberflächlich und grob wirken. Aber vielleicht steckt unter der harten Schale doch ein weicher Kern. Oh, klingt, als wären wir aus demselben Holz geschnitzt. Ich glaube, seins ist ein paar Nummern härter. Genau. Und nicht nur im Kopf verbaut. Ja, irgendwas wollte ich sagen. Ich möchte, glaube ich, nochmal zu anderen Tankstellen fahren. Vielleicht gibt es da noch ein paar einfache Mobs für mich, damit ich erstmal mich wieder ein bisschen reinfingern kann ins Gekämpfe, bevor ich hier irgendwie volle Granate weiterziehe. Ich meine, gut, der letzte Auftrag war jetzt Level 3. Aber man kann ja nie wissen. Man kann jetzt echt, wenn man springt, dann lädt sich die Ausdauer auf. Weiß jetzt aber allerdings nicht, ob ich da schneller bin. Gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Nö. Oh, schon geangelt am Meer. So, wir steigen mal in den Regalia. Und dann schauen wir mal nach dem automatischen Fahren, wo wir hinfahren können. So, Parkplatz. 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 Wir können... Hammerhead, da waren wir, haben auf jeden Fall alles eintragen lassen. Galdinkai sind wir gerade. Raststätte Long White oder Long With. Da könnten wir auf jeden Fall, ich glaube, ich arbeite mich da gerade nochmal von, ja gut, von Baloof heißen sie ja, nicht Bolvor, wie ich es letztes Mal erzählt habe. Baloof Minen. Da gibt es, glaube ich, nichts. Drillingskamm. War ich da nicht schon? Wir fahren nochmal zu der Raststätte Longwith? Achso. Direkt zum C-Reisen. Kostet 5G. Jo. Schauen wir uns mal die Autofahrt, ne? Luna Freya, Nox, Fleurit. Oder Fleurit, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die Verlobte von Noctis stammt aus dem imperialen Provinz Tenebrae. Als Kind nannte Noctis sie der Einfachheit halber Luna. Ein Spitzname, der sich für die Kanagi mittlerweile eingebürgert hat. Ich hoffe, die Ladezeiten sind jetzt nicht hier so lang. Weil. Ja. Wie wär's mit einer Pause? Pause? Niemals! Pause. Ach, das war dieses Ding. Wo wir uns so jahrzehntelang um diesen fucking Dino-Menschen finden. Beziehungsweise ich war einfach zu doof, ihn zu finden. Jetzt gerade nur noch mal gucken, ob er jetzt hier irgendwie noch was hat. Willkommen! Hallo! Ein Snack vielleicht? Nö. Mops gucken. Möpse gucken! Ist etwas für euch dabei? Guck mal, das Schalenknacken ist neu. Hier, schleimige Schlacht 14, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ach so, das ist dieses Jagdziel. Ah, jetzt verstehe ich. Dieses 0 von 2, das ist natürlich das, was man erreichen muss. Megamerize und die Mesmerize heißt es auf Englisch. Megamerize. Machen wir es einfach mal so. Was bedeutet dieses Symbol dahinter? Das Rote. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Es gibt keine Bedingungen, aber ich kann es nicht anwählen. Weil... Aus Gründen. Schleimige Schlacht 14. Das ist mir noch zu... Habt vielen Dank. Ich meine, diese Krebsdinger da jetzt hier letztes Mal... Die waren ja, glaube ich, Stufe 11 oder so. Nee, 13... Die waren schon recht knackig. Naja, gut. Ja, ich glaube, weiter gibt es ja auch gar nichts. Ich fahre jetzt nochmal in den Drillingskamm gerade. Parkplatz. Drillingsklamm heißt es richtig. Hä, war ich da nicht auch schon? Ich habe keine Ahnung. Naja, ich fahre einfach aber mal, ohne es zu überspringen, weil diese Minute, ne? Ich kann ja auch so. Können wir ein bisschen Musik hören? Wo war das? Erstmal Musik an.
Der Prelude. Sag mal, Noct. Was ist? Hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Das ist doch hier der Parkplatz, oder? Dann übernacht mal. Du nagelst ja sonst eh nur rum. Also gut. Sauber, ab ins Bett. In Ordnung. Ey, die Sonne ist noch nicht mal untergegangen, ne? Alter, dreht er jetzt wieder um? Nein! Ich will doch da nicht zurück! Hallo, wir wollen den Drillingskamm. Klamm. Alter. Wenn sich der Prelude laufen würde, würde ich jetzt ziemlich sauer werden. Aber bei dem Prelude kann man einfach nicht sauer werden. Das geht nicht. Jetzt kann ich sauer werden. Mann, Alter. Ich dachte, er meinte irgendwo bei dem Drillingskamm. Mann. Naja, gut, egal. Automatisches Fahren forzen. Lasst nichts liegen. Okay. So, fährt er jetzt da weiter hin? Bestimmt, ne? Es ist echt, mir fällt es schwer, den wegzudrücken, aber ich will weiterhören. Bombing Mission, geil! Ich würde gerne in die Sterne leuchten, aber ich komme nicht ganz runter. Ingis? Noct. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Bei ihm selbst? Kein Problem, bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Ja, Papi. Ich will doch nur zum Drillingskamm. Mein Gott. Noct. Willst du wirklich noch fahren? Es ist Leute, dunkel. Es ist gerade dunkel geworden. Ich gerade noch hin. Ruh du dich nur aus, Ignis. Ich hoffe, ich weiß jetzt, wo ich langfahren muss. Hey! Was denn? Fahr mal hier lang. Vielleicht ist das ja das, wo es hingeht. Ist da oben los? Haben wir da einfach eine Panne? Was ist das hier? Kann man dir helfen, Junge? Ich steig mal aus. Los mit euch. Was ist hier los? Aha, eine Panne. Da sind wir doch gerne hilfsbereit. Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist liegen geblieben. Sehe ich, die Reparatur des Wagens wird ein Pannenset benötigt. Habe ich das? Vom Pech überholt. Dem Fahrer ein Pannenset bringen. Habe ich das nicht? Ich spreche ihn gleich nochmal an. Na klar! Vielen Dank. Ihr wart meine Rettung. Wenn ich eins gelernt habe aus Lightning Returns, dann immer gleich wieder noch einmal den Herrn ansprechen. Vielleicht hat man es ja schon dabei und nicht erst blöd rumsuchen. Guck mal, schön Erfahrungspunkte. Schön. Und 500 Gil. Guile Sache. Der Motor dampft und er wechselt den Reifen, oder was? Ja, mach ich auch immer so. Wenn's dampft, Reifen wechseln. Höchst befremdlich, Noct. Gut, naja. Ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Erstmal wieder einsteigen und manuelles Fahren. Gehen wir. Ja, ich bin ein bisschen mutig jetzt gerade, ne? Merkst du selbst. Schön im Dunkeln fahren. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich wieder so ein Eisengant aus dem Boden gestampft. Oh nein. Sicher. Fahr weg. Fahr weg. Fahr weg. Fahr doch weg. Manuelles Fahren. Rückwärts. Schnallt euch an. Rückwärts. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang... Ach, da vorne ist... ist ein Bomber. Ist ein Bomber. Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Gut, ich glaube... Ah, Noctis kann rückwärts auf jeden Fall ziemlich gut fahren. Ich glaube, wir müssen doch echt die nächste Raststätte an, das ist unfassbar. Wow. Es tut mir leid. Ich bin wieder ein bisschen rumgeeiert hier.
Aber wir fahren in den nächsten ran, übernachten einfach mal. Soll's. Können wir ein bisschen Erfahrungspunkte gleich dazu sammeln. Die haben nicht einmal gekämpft, die Folge. Gibt's doch gar nicht. Die letzten zwei Folgen noch nicht einmal gekämpft. Einmal? Entschuldigung. Da stand ein Auto. Fahr mal zurück. Das ist kaputt. Ich dachte. Oh nein. Jetzt auch noch vor uns oder was? Alter. Unfassbar. Gehen wir. Los geht's. Ja, immer wieder zurück. Ich bin aber da lang. Gibt's doch gar nicht. Ich hätte da oben lang fahren können, ne? Oder das wäre ein Umweg gewesen. Schön rückwärts durch die Walachei ballern hier. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Hä? Ach, da liegt ein Schatz gleich in der Nähe. Hä? Oder? Was ist das? Fundstelle. Na, der gucken wir uns doch mal an. Hallo, aussteigen. Aussteigen! Und wohin als nächstes? Mann! Jungens! Hört doch mal auf meine Befehle. Hallo? So. Drei Schnürchen im Weg gewesen. Halt. Ich will schon mehr mit L2 laufen. Warum? Warum will ich das tun? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Alter! Du warst schon wieder einfach zu weit gelaufen. Granatarmband. Mhm. Will ich mir später mal angucken, was das zu sagen hat. Sind die sicher da vorne jetzt noch? Sind okay. Die da jetzt noch? Los geht's! Na komm her. Und zum Glück, wir müssen da lang. Wir müssen hier weg. Irgendwie. Kann man da nicht einfach dran vorbeiballern, Alter? Muss doch gehen. Kann man nicht einfach GTA-like da schön vorbeibrettern? Jetzt keine sicher! Lasst mich vorbei! Sieht bis jetzt gut aus. Sieht bis jetzt gut aus. Oh Gott, sie sind, glaube ich, nicht mehr da. Ja, wenn man vom Teufel spricht! Hey! Raus mit euch! Es wird alles klar. Alter, und auch noch ein Eisengang. Alter! Ey, Junge! Ich drücke X zum Aussteigen und er fährt einfach weiter, oder was? Da kriegst du ja die Tür nicht zu! So, jetzt müssen wir hier aber außen lang. Warum ist das in dieser Welt hier eigentlich so? Die müsste doch theoretisch dann total... Also nachts, da darfst du ja dann gar nichts mehr. Die müsste ja doch total zerstört werden von den Viechern. Oder sind die echt einfach nur... so drauf, dass die nur auf Leute gehen? Tja, Mann, ich würde ja schon gern, ne? Ich würde ja schon gern, aber erst ab Level 30. Dann habe ich da erst Bock drauf. Oh, so, verdammt. So, Motel, das rettende Motel. Ja, und weißt du was, dann... Nächsten Morgen, dann fahren wir nochmal in den Drillingskamm-Klamm. Keine Ahnung. Meine Füße. Da rein. Sie tun so weh. Weichling. Ja, echt mal, Weichling. Und dann machen wir aber dann mit der Story auf jeden Fall weiter. Weil das ist mir dann auch irgendwie zuwider, wenn es irgendwie nichts gibt. Ich habe nicht einmal gekämpft hier, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ich will jetzt endlich mal wieder kämpfen. Dann will erstmal wieder schlafen. Jetzt haben wir echt nur Erfahrungspunkte bekommen. Weil wir im Autofahrer geholfen haben. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Haben okay. Wir doch. Schau mir die so an. Wohl, Medikamente. Meint er bestimmt so ein Antidot und so, ne? Na komm, wir pennen jetzt erstmal. Hallo auch. Ein Hallo. Zimmer wäre frei. Ja, übernachten. 300. Was bedeutet denn das? Dass das nur 150 Gil kostet für mich, oder was? Warum? Warum ist das jetzt so? Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich. Ja, genug geschafft, naja. Irgendwie gar nichts geschafft. Aber das kommt noch. Es kommt noch, ich hab's im Urin. Aber langsam mal ein neues Getränk holen, das ist schon mir alle. Mir mal was über den Dez ziehen. Das kratzt nämlich im Rücken. Ja, Gaststätte, Langwitte. Langwitte. ZZZ-Motel. Oh, nicht schlecht, ne? So, 1,5 Bonus gab's. Ja, hat jetzt nichts gebracht. Aber wir sind hier irgendwie... ein Knipser. Tennisstufe gestiegen. Aha.
Kriegen jetzt nach dem Kämpfen gelegentlich Supertränke. Das ist doch schön. Promptus auch noch oben. Roadtrip. Neuer Filter. Aha. Wie viele Stufen gibt's eigentlich? 99? Alter! Hat er 11 Fotos gemacht gerade? Fotos kannst du in sozialen Netzwerken teilen. Lass deine Freunde an deinen ganz persönlichen Abenteuern teilhaben. Ja, dann mach ich ja gerade. Brauche ich kein Facebook für. Oh. Sieht lustig aus. Aha. Ja, das ist ein Vogel. Was hat er da fotografiert, Alter? Ist das ein Arsch? Aha. Schön beim, weiß ich nicht was. Gott, Alter, er hat ja... Gutes Foto. Das sieht gut aus, ja. Das ist echt ein schönes Foto. Das können wir uns mal richtig angucken hier. Fütz! Das sieht gut aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Schönes Panorama. Naja. Gutes Foto. Ja, findet er. Oh. Ja, oh. Das ist auch cool. Das sieht auch irgendwie lustig aus. Ja, schon so eine Bande. Sieht lustig aus, auf jeden Fall. Ich hoffe ja mal, dass Prompto noch ein bisschen professioneller wird hier. Beim Foto machen. So. Ja. Soße. Holen wir unser Auto wieder. Ich hoffe, das steht da hinten noch. Und wurde nicht einfach weggenommen. Na dann mal weiter. Ja. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Wie, einen Moment? Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Jetzt guck mal, die Details in der Straße. Das habe ich ja schon in der Demo gesagt. Dass einfach nicht irgend so eine komische Straße hingeklatscht haben, sondern auch sind Risse drin. Echt angenehm. Nähte. Ja, stimmt. Frisch geteerte Flecken. Dellen. Also da sind sie echt sehr ins Detail gegangen. Finde ich cool. Auch hier mit dem Streifen, dass der nicht so ganz schon sehr abgefahren ist. Das ist echt sehr detailverliebt, möchte ich mal fast behaupten. Und es gibt ja auch tatsächlich, haben sie. Ja, Fotografen losgeschickt, um echt Steine zu fotografieren, damit die Struktur dieser Steine möglichst realistisch raus oder reinbauen können ins Spiel. Genauso wie mit dem Essen. Das ist unfassbar, was da eigentlich investiert wurde in dieses Spiel. Ja gut, dafür war es natürlich auch 10 Jahre in der Mache, ne? Muss man ja auch mal sehen. Und ich glaube, ich möchte nicht, dass das nächste Final wieder 10 Jahre dauert, ganz ehrlich. Aber ich glaube, wir haben ja auch genau 10 Jahre Spielzeit jetzt mit diesem Ding. Jetzt darf ich wieder nicht fahren. Na gut, dann müssen wir halt automatisch fahren. Dann fahren wir hier zum Parkplatz und zwar Drillingsklappen. Jetzt aber endlich mal. Lass nichts liegen. Okay. So, kann auch sein, dass ich da noch schon war oder so. Ja, die Musik hätte ich gerade gebrauchen können bei den Sichern. Let the battles begin! Ich soll aufhören zu pfeifen. Das klingt immer kacke in der Bearbeitung. So bin ich auf jeden Fall richtig gefahren. Letztes Mal. Beziehungsweise vorhin. Ja, Final 7, wie es mich geprägt hat. Unfassbar, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte ja so einen Berater damals. Beziehungsweise habe ich den immer noch. Beziehungsweise habe ich den mir jetzt zum zweiten Mal gekauft, weil ich den ersten Berater, ich weiß nicht, warum war mal jung halt und nichts zu tun gehabt. Ich habe den Berater einfach nochmal selber abgeschrieben am PC. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Keine Ahnung. Schon wieder, Latsch. Ja, nun stell ich mal nicht so an. Es gibt ja auch viele, die so Levels nachgemalt haben und so. Ich habe da auch einen Kumpel, der das gern tut oder getan hat damals. Hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Ich habe zum Beispiel bei Zelda Link's Awakening habe ich die ganzen Dungeons mal nachgezeichnet gehabt, aber ich glaube, das habe ich leider nicht mehr. Beziehungsweise vielleicht hat es meine Mutter noch irgendwo in Verwahrung. Ich hoffe, das hat sie nicht weggeschmissen. Da waren nämlich sehr viele Stunden Arbeit drin. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Ach, das war ja ganz am Anfang hier die... Ne, wo wir hier...
unser Auto fast ausgelöst haben. Muss ich nochmal ein bisschen Pfeffer sammeln, das ist ganz gut. So, ja, gibt es hier ja gar nichts Besonderes, Tolles mehr. Ne? Ich schaue nochmal eben auf die Karte. So. Und was haben wir denn hier? Hier gibt es auf jeden Fall noch was. Guck mal da, eine Fundstelle. Da gehen wir nochmal hin. Zur Fundstelle. Da oben ist die in Richtung Norden. Da. Nee. Hä? Ich hab doch einen Marker gesetzt gerade. Ich hab doch einen Marker gesetzt. Warum sieht man den schwer nicht? Ich hab doch einen Marker gesetzt! Hä? Habe ich ihn nicht gesetzt? Ach, ich bin auch blöd. Ich bin auch blöd! So, Viereck. Viereck setzen wir einen Marker. Ziel festlegen. Zack. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht ausrasten. So. Das ist ja ganz schön weit weg. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Ob wir überhaupt hinkommen. Kommen wir nicht durch. Kommen wir nicht durch. Jetzt sind wir hier wieder drüber. Da drunter. Tralala. Aber da waren wir doch auch, glaube ich, schon bei der Fundstelle, oder? Es kommt mir nicht bekannt vor. Oder doch? Von der anderen Seite? Ja, doch, da waren wir, glaube ich, schon. Ach, guck mal da. Aber können wir jetzt endlich mal wieder kämpfen gegen diese Kacki-Viecher? Kann ich schon was anvisieren? So, und zack. Auf ins Gefecht. Alter. Hallo? Ja, da geht's wieder los. Ich muss mich erstmal wieder reinfingern hier. Gut, das Blocken funktioniert schon mal. Ach nein. Hat nicht ganz funktioniert. So, warte mal. R1 gedrückt halten zum Fokussieren, ne? So, X verspringen, genau. Und Kreis drücken und variieren. Mal wieder die andere Waffe nehmen hier. Ach, nee, Quatsch. Alter! Ich stehe mich mehr an wie der letzte Mensch! Unfassbar. Aber ich muss ja. Ich muss ja. Jetzt hier die ganze Zeit am Ausweichen ist. Viereck, alles klar. Oh, ich hab auch so eine. Ach, ich hab die Masamune gerade angewählt. So, warte mal ganz. Alter, das kann doch nicht sein. Es kann doch einfach nicht sein, ey. Ich stell mich an wie der letzte Popel gerade. Hallo! Kann mich meiner retten hier? Was ist das denn hier, Alter? Oh, Leute. So, jetzt nochmal ganz von vorne. Jetzt nehmen wir den. Ja, ich muss mich gerade erstmal konzentrieren, deswegen sage ich nichts. Ich hasse fliegende Feinde. Wie viele sind denn das hier jetzt auf einmal? Ich muss erstmal ein bisschen mit der Masamune hier ausrasten. Alter, das gibt's doch gar nicht! Unfassbar. Was sind denn das für Vögel jetzt hier auf einmal? Hilfe! Ey, wie viele? Ich kann nichts tun, ne? Ich kann einfach nichts tun. Alter, das gibt's doch gar nicht. Weiter geht's. Ja, danke sehr. Danke, danke. Ich werde mal hier. Ich muss gerade mal Heil tragen. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Wieso kann ich denn hier schon jetzt keinen Heiltrank nehmen? Hä? Hä? Wieso kann denn nur Ignis? Kann ich ihn jetzt nehmen? Wieso kann ich den denn jetzt für mich nicht nehmen? Was ist denn das für ein Kram, Alter? Ich hau hier gerade mal ab. Beziehungsweise versuche ich mal hier zu blocken.
Alter, das gibt's doch gar nicht. Das geht so weit. Sorry. Gut, gut. Gut. Perfekt. So, hier machen wir mal Prompto mal einen Durchschuss. Gladius macht einen Sturm. Hier macht das schon erstmal. Das ist ja unfassbar, Alter. Was ist hier los, ey? Mann, Mann, Mann. Ich drücke Block, ne? Es passiert nichts. Muss ich es gedrückt lassen, sag mal? Wahrscheinlich, ne? Der letzte Mensch, das passiert immer. Ah, ich habe es einfach gedrückt. Besser ist das, Ingo. Ich will jetzt einfach hier gerade mal nur mit blocken. Ich weiche gerade nur aus. Unglaublich. Alter, es ist unfassbar. Was sind das für scheiß Vögelviecher, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich glaube, ich bin tot, ne? Ja. I'm dead. Wenn Noctis LP Maximum auf 0 fällt, wird es dringend Zeit, ein passendes Heilmittel zu benutzen, um ein Game Over zu verhindern. Noctis kann dann weiterkämpfen. R2 plus Verbrauchsgüter ansehen. Ich konnte es ja nicht verwenden. Mann, bin ich sauer. Hier, guck mal, ich... Ja gut, jetzt kann ich wahrscheinlich den Phönix wieder nutzen. Oh, Alter, geht mir das auf den Sack hier gerade. Sorry. Geht mir gerade dermaßen gegen den Strich. Diese blöden Scheißviecher hier, Alter. Gibt's doch gar nicht. So, jetzt mal wenigstens einen von diesen Fickviechern weggeschnitzelt. Ich bin jetzt gerade mal nur am Parieren und so, ne? Und versuche hier das wegzublocken. Nur nochmal auf die Sache halt, ne? Ja. So wird ein Schuh draus. Mann, Alter. Ich will erstmal wieder dahinter kommen. Und da ist mich gerade angestellt, habe ich der letzte Mensch. Das ist bestimmt gerade ein bisschen dich totgelacht. Halt. Machen wir es like Assassin's Creed. Da ist ja auch im späteren Spielverlauf einfach nur noch blocken und parieren das. Ja. Ups. Das A und O gewesen im Spiel. Genau, zack. Der nächste. Und jetzt würde ich da gerne nochmal drauf schnitzeln. So. Ging daneben. Ich glaube, die Viecher können auch nur so, ne? Ha. Jetzt habe ich mal nochmal einen draufgehauen. Ja, ich drücke doch Block. Penis. Aufpassen, sonst war's das für uns. Sieht nicht gut aus. Ja, kein Problem. Hallo? Greif mich doch an, du Blödfisch. Ja, na. Zack. Okay. Jetzt echt ein FP gekriegt. Das war knapp. Das war richtig schlecht, war das. Dieses S, ne? Was bedeutet das? War das wahrscheinlich extra schlecht, ne? Ich mach mal kurz hier Regeneraten. Phönixfeder schon wieder verballert. Ich glaube, ich muss mal wieder zwei Phönixfedern kaufen, sonst habe ich hier ein Problem. So, wo war denn jetzt hier diese Fundstelle? Da hinten. Da ist sie ja markiert. Boah, Alter, was war das? Blöden Viecher! Hier, da ist sie. Hoffentlich was Tolles. Die haben wir doch schon! Alter! Na toll. Okay, Jungs, wisst ihr was? Zurück, zurück, zurück. Können wir noch da? Können wir, glaube ich, noch so wieder so ein paar komische Ifjornis-Eier oder wie sie heißen? Wie es ausgesprochen wird, ich habe keine Ahnung. Genau.
Das sind bestimmt diese komischen Fuckviecher, die hier gerade rumgeflogen sind. Denkt dran, auch der Gegner hat also die kann mal. Oh nein. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht mehr. Wo sind die? Wer ist das? Wo ist wer? Wie schau mal ich mit links? So, nehmen wir mal hier das Heavy-Thing an. Alter. Ist aber auch ein dicker Lulli, ey, dieses Masamune. Klingt, als würd's dir blendend gehen. Ja, geht's ihm wahrscheinlich auch. Oh, ich muss, glaube ich, langsam was trinken. Ich habe schon wieder langsam einen leicht trockenen Hals. Erzfund, Leute! Ja, Erzfund. Ich hoffe, wir können sie gut verticken. So, haben wir alles gesammelt. Schön, schön, schön. Dann ab zum Regalia und ab zum Galdin Kai und weiter geht's in der Storyline. Ich denke mal, ich habe mich jetzt genug blamiert bei den Kämpfen. Weiß jetzt wieder so langsam, was Phase ist. Wo steht er denn überhaupt? Da hinten. There it stands. Ja, natürlich wieder so lange fahren, ne? Können natürlich das überbrücken. Aber wir haben ja noch nicht alle Lieder durchgehört, ne? So, automatisches Fahren. Aufgabenziel. Mit Dino. Dauert es jetzt echt 3 Minuten, bis wir da sind? Ich guck da mal auf die Uhr. Ja. Müssten wir eigentlich bei 1,4 in der Aufnahme da sein. Ne, Quatsch, 1,5 sogar. Alter Schwede. So, ein bisschen aufrichten hier auf meinen Sitzsack. Obwohl, fahren wir jetzt direkt dahin? Hey! Oh. Sind wir da jetzt direkt? Weil hier jetzt schon wieder so eine Ladezeit ist.